Euer lieblingsepischer Chef ist wieder da. Das ist Toffi, oder? Ja, nein, eben, das ist Test. Toffi ist nicht episch. Aber ein Chef. Einzige Chef, wovon ich bin, bin von... Chef von meinem Arbeitsplatz. Von nichts anderem. Sonst habe ich nirgendwo was zu sagen. Wir machen weiter. Ich habe einiges geloot. Guck mal hier. Also, guck mal hier. Ich habe Hackfleisch. Ich habe ganz viel Fisch. Hier vor allen Dingen... Ja, genau. Hier habe ich hier toll Mehl. Spezialteig meine ich natürlich. Ich habe Äpfel. Ich habe hier so eine richtig schöne Marconaise-Soße. Dann habe ich hier eine super Sahnesoße. Ich bin so super, super mega vorbereitet. Deswegen klatschen wir jetzt einfach mal unseren Handschuh gegen Osiria. Ich glaube, das war ja richtig, oder? Hallo? Wieso kann ich das nicht? Oh. Ach, Osiria war das gar nicht. Wer war denn die Person, die noch fehlt? Ich hab's wieder vergessen. Das war doch Osiria. Ich dachte, habe ich die tatsächlich schon besiegt? Wer war denn der Letzte? Ich wollte euch mal zeigen, wie das eigentlich ist, wenn man hier, warte, ja, hier, da war eine ganz tolle Lampe, diese Laterne, die wollte ich euch unbedingt zeigen, bevor wir jetzt weitermachen zu spielen, wollte ich euch unbedingt diese tolle Laterne zeigen. Entschuldigung, du warst die Letzte, ne? Ja, ich hab's verwechselt, es tut mir leid. Ich hab auch viele Dinge im Kopf, ja? Halt, wer ist da? Ja. Wir starten das jetzt. Komm, mit Vergnügen. Wenigstens habe ich mich vorbereitet. Und das habe ich wirklich mit Sinn und Verstand gemacht. Ich habe mir ja letztes Mal extra aufgeschrieben, was wir alles brauchen. Und jetzt kann ich eigentlich nur gewinnen, oder? Und einfach, weil ich es jetzt gesagt habe, werde ich verlieren. Ja, genau. Da war echt extrem viel. Also, ich bin schon auf die Goldrunde gespannt. Rupa! Ich bin schon auf die Finalrunde gespannt, wenn die genauso, ob die genauso krass wird. Okay, also klar, wir machen den Teig hier rein, ne? Den brauchen wir auf jeden Fall. So, blub, 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 blub. Natürlich auch wieder schön duften lassen, weil wir sollen ja als erstes drankommen, oder? Also, ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass wir als erstes drankommen. So, dann brauchen wir Hackfleisch und Apfel. Was ist sinnvoller, früher reinzumachen? Warte mal, Hackfleisch. Ja, es ist egal. Beides nicht so wirklich praktisch, ne? Also, wenn wir, egal wie wir es reinmachen, es ist nicht sehr praktisch. Also von den Bonuspunkten her. Aber ich habe alles freigeschalten. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt hier. Dass ich hier jetzt irgendetwas Besonderes hätte machen können. Wir sind ja quasi gebunden an das, was da oben steht. Ansonsten. Es fehlen mir ja Bonuspunkte. Ich muss also das machen, was hier steht. So. Genau, dann machen wir den Apfel. Ach so, doch, jetzt den Apfel. Oh, dann hat es doch gepasst. Gut, also den Apfel als letztes reinmachen. Gut, passt. Entschuldigung, habe ich übersehen. Ja, aber es ist halt wirklich so, das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier so eine Runde machen, wo man eigentlich quasi gar keine Chance hat. So, jetzt unten die Frage. Mache ich erst Leidenschaft oder erst... Ich mache mal Energie, okay? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Energie gleich negativ sein wird. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt gleich in der nächsten Runde vielleicht eine negative Energierunde kriegen werden. Nee, aber was ich sagen wollte ist, wir haben ja jetzt hier quasi gar keine Chance mehr, irgendwas anderes zu machen. Hier kannst du kaum noch improvisieren, weil hier jetzt 5 Vorgaben gegeben sind. Du musst dich an die halten und ansonsten hast du Pech. Klar, man könnte ein bisschen mit Negativwerten arbeiten, also eine Soße reinzupacken, die zum Beispiel den Koch dazu bringt oder die Jurymitglied dazu bringt, irgendwas zu hassen oder sowas. Das könnte man natürlich auch noch machen, um so ein kleines bisschen Variation reinzubringen. Aber ansonsten, wie ihr seht, muss ich mich halt einfach an die Bonuspunkte halten. So, Alter, richtig schön. Oh, da haben wir ordentlich Punkte, ne? Würde ich mal sagen. 300, also das kann sich sehen lassen. So. Ja, sie hat fast das gleiche Oder ist es das gleiche? Das sieht genau gleich aus. Wir haben exakt das gleiche gekocht. Gut, aber sie kriegt nicht 330. Das kann nur ich.
Nur ich kann 330. Sie kann das nicht. Und? Es ist? 258. Ah, guck mal. Ich bin deutlich besser aufgestellt. So, jetzt Achtung. Jetzt kommt die große Überraschung. Da kommt irgendwas Komisches jetzt. Achtung. Was? Nein? Okay, ja gut. Gut, jetzt können wir aber kochen, was wir wollen, ne? Jetzt geht ja wirklich nur darum, nur in Anführungszeichen darum, das fertig hier zu machen. Gut, jetzt sollten wir auf die blauen Punkte gehen am ehesten. Jetzt ist halt die Frage. Gut, wenn ich den Teig reinmache, dann kriege ich zusätzliche rote Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht und es sind 8 blaue Punkte. Ist halt die Frage. Hier kriege ich ja 20, hier kriege ich halt echt 20, ne? Komm, ich mach den. Ich bin jetzt mal mutig. Das gibt ja auch Pluspunkte. So. Und wir haben noch eine Soße, mit der wir die blauen Punkte ja noch verstärken können. So, den Pilz. Oh ja, alles klar, super. Sehr schön. Dann habe ich noch einen Pilz dazu. Sehr, sehr gut. Dann, oh ja, das Hackfleisch. Das Fleisch dazu. Plus 15? Nee, da mache ich lieber das Fleisch dazu. Alter, das war rum. Das war sehr, sehr gut, oder? Guck mal hier. Das gibt richtig schön satt blaue Punkte. Das gibt richtig satt blaue Punkte. Und dann noch die Soße dazu. Wenn das nicht lecker ist, dann weiß ich auch nicht. Sehr, sehr schön. So. Das haben wir so gut wie in der Tasche. Also jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher. Da kann nicht mehr viel schief gehen. Es sei denn, sie hat das perfekte Mega-Gericht da gezaubert. Da. Mein riecht auf jeden Fall fantastisch. Guck's dir an. Oh, mit einem Penis. Der Knochen sieht aus wie ein Penis. Entschuldigung. Penis ist der medizinische Begriff. Ich krieg keinen Ärger. Alter. Oh, krass, ey. Wir haben über 500 Punkte. Kranke Scheiße, würde ich mal sagen, ne? Da kannst du abstinken. 511 Punkte, das kriegst du nicht mehr aufgeholt. Das ist fast das Doppelte von dem, was du hast. Ja, vernichtet, würde ich sagen. Ihr habt gewonnen! Victory! Okay. Bei deinem Beruf, ich habe verloren. Ich schätze, du hast wirklich das Zeug dazu, ein Spitzenkoch zu werden. Nun, fair ist fair. Ich werde deine Karriere im Auge behalten. Ja, das darfst du gerne. Also, da war ja schon mein Vogel. Wir werden jetzt auf jeden Fall runtergehen und uns den Goldhandschuh holen, ne? Es ist soweit. Wir haben tatsächlich das Turnier fast vollständig beendet. Jetzt fehlt nur noch, ich glaube allerdings auch nur, wirklich, es gibt, glaube ich, nur einen, oder? Nur eine Gold-Herausforderung? Ich quatsch mal mit dir, ne? Die Liga. Fantastische Arbeit, Sis. Du hast den Silberrang erobert. Du hast Gold erreicht. Hurra! Heißt das, ich kann jetzt gegen den Champion antreten? Ja, Chef Miaunika ist der aktuelle Champion der Liga. Oh, ich kenne sie. Sie scheint wirklich gerne zu kochen. Sie hat mir auch geholfen, als ich ankam. Bin mir nicht sicher, ob ich gegen sie kämpfen will. Das ist nur zum Spaß, Sis. Es ist ja nicht so, dass sie die Champion-Position horten will. Du hast wirklich schnell eine Menge Leute mobilisiert. Du scheinst auf jeden Fall in der Lage zu sein, Dinge zu erledigen. Möglich. Slothy? Was denn? Warst du gern in der Kritikervereinigung? Naja, die Idee schien nett, aber es wurde immer schlimmer. Warum hast du dich nicht gewehrt? Was hätte ich denn tun können? Ich war alleine. Warst du das? Sieh dich an, wie schnell du diese ganze Sache auf die Beine gestellt hast. Sobald die Leute wussten, dass du eine Liga organisierst, gab es eine Schlange von talentierten Köchen, die einsteigen wollten. Außerdem verlassen sich die meisten Leute hier unten auf dich, wenn es um die Beurteilung der Kämpfe geht. Ich glaube nicht, dass alle anderen Kritiker dich raushaben wollen. Ich habe mir mit Angra gesprochen und sie scheint vernünftig zu sein, genau wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass all die anderen so gemein sind. Keine Ahnung, wenn du nicht wolltest, dass die Dinge innerhalb...
der Vereinigung unangenehm werden würden, vielleicht wäre es besser gewesen, tatsächlich etwas zu sagen, anstatt stillschweigend zu gehen. Gib ihnen wenigstens eine Chance, deine Lage zu verstehen. Aber damit hätte ich mein Fachgebiet verlassen. Ich wäre ein Heuchler gewesen. Hättest du? Ich meine, du bist ein professioneller Kritiker. Ich denke, dass die Diskussion darüber, wie sich ein Kritiker verhalten sollte, dein Fachgebiet ist. So einfach ist das nicht. Ich bin mir nicht sicher, dass es... Ich bin mir sicher, dass es das nicht ist. Und wo wir gerade von schwierigen Dingen sprechen, ich denke, ich sollte Miaunika suchen gehen. Irgendeine Idee, wo sie sein könnte? Ja. Miaunika hält sich normalerweise in der Nähe des Felsvorsprungs auf, an dem Sharky seinen Jahrmarkt hat. Dann werde ich mit ihr sprechen. Jo, das war ja doch mal ein schöner kleiner Einblick in Brotsoße. Soll ich die kaufen? Vielleicht ist das Geheimrezept, die Geheimsoße, die ich für die Gold-Medaille brauche. 20 Marken. Oh ja, die kaufe ich. Sandkugelfisch-Trophäe. Oh, bin ich gut. Erstmal hier schön shoppen gehen. Und das ist das Einzige, was mir noch fehlt. 35 Marken. Da fehlen mir noch 20. Ich kann nicht rechnen. Trophäe kann kein Mathe. Ja, ich werde jetzt auch ganz kurz mal erstmal checken, was denn da gefordert wird im großen Finale. Was ich alles einkaufen muss, beziehungsweise ernten muss, beziehungsweise herstellen muss, all diese Dinge. Und dann kümmern wir uns natürlich dann darum, das große Kochfinale zu machen. Wo war die Person nochmal? Ach, beim Felsvorsprung, genau, beim Jahrmarkt, genau. Also das heißt, wir müssten hier lang, hier hinten, dann hier hoch. Genau, da oben saß sie nämlich immer, ne? Hier, ja. Oh, ich bin so mega gespannt, ne? Arzest, du hast es auf die Goldstufe geschafft. Du hast es wirklich weit gebracht, seit dem kleinen Amateurturnier, was? Schauen wir uns mal die Regeln an. Okay, 3 Runden diesmal. Wir können anfangen, wann immer du willst. Halt dich nicht zurück, denn das werde ich bestimmt nicht. Sind wir bereit? Ja. Ich tausche gerne die Pfanne mit dir, Miaunika. Möge der beste Koch gewinnen. Das verspricht interessant zu werden. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Also das muss ja jetzt echt hardcore sein. Ich meine, das ist jetzt die Goldliga. Das ist die Champion. Ich fühle mich wie bei Pokémon. Pokémon-Champion. Was ist das denn? Okay, ich glaube, das können wir doch gar nicht machen. Ich weiß noch nicht mal, was das ist da oben. Wir sollten nichts Blaues machen, beziehungsweise vielleicht das einfach umdrehen. Oh Gott, Entschuldigung. Vielleicht das einfach umdrehen, indem wir ein Gericht, eine Soße machen, die Blau bevorzugt. Aber... ganz ehrlich, was ist dieses Knochengedöns? Ich glaube, und vor allem 200 Pluspunkte, das kann's knicken. Was natürlich die anderen Runden angeht, kann natürlich auch sein, dass das, was ich jetzt gerade eben auch bei der letzten Runde vermutet habe, dass da vielleicht ein paar Sondersituationen kommen im Sinne von urplötzlich mag er keine Zwiebeln mehr oder was weiß ich, gibt keine Zwiebeln. Du, ihr wisst, was ich meine. Urplötzlich mag er kein Fleisch mehr oder sonst irgendwas. Das kann ja auch dann da vorkommen. Dagegen sind wir allerdings nicht gewappnet, also können wir uns auch gar nicht wappnen, weil das sind halt Überraschungsgedönse. Ist in diesem Fall aber auch egal. Ich glaube, zuerst müssen wir gucken, was wir mit diesen 200 Pluspunkten machen. Wie kriege ich dieses Ding hin? Ihr dürft mir natürlich gerne Hinweise in den Kommentaren geben. Ich sag's jetzt schon mal, wie es ist. Ihr könnt mir gerne Hinweise geben, ob ich das jetzt schon machen kann. Ob es da schon mal was gibt. Zum Beispiel kann ich ja jetzt hier gerade bei meinem Fleischer-Gedöns hier gucken, ob ich da vielleicht doch noch irgendwo ein Rezept nicht gesehen habe oder übersehen habe. Nee, also hier ist zumindest mal nichts, aber es ist ja noch einiges gesperrt. Ihr könnt mir einen Hinweis geben, ob es da vielleicht noch die ein oder andere Möglichkeit gibt, es jetzt schon zu machen. Aber bitte nicht spoilern, das sage ich auch schon mal so, wie es ist. Nicht spoilern, weil ich selbstverständlich selbst rausfinden will, was gemacht werden muss. Weil sonst ist es ja langweilig, ne? So, ich muss mit einer Mandragora übrigens noch für den Zauberer was kochen. Mit rotem Bonus. Das heißt, ich muss eine rote Soße zaubern. Und dafür brauche ich Tomate. Dann muss ich jetzt noch einen Tomaten
Tomatensetzling machen. Oh, das ist unglaublich. Was man hier alles zu tun hat, ne? Das ist unglaublich. Kartoffeln ist übrigens das Einzige. Ich weiß, ich... Übrigens auch noch vielen Dank für den Kommentar das letzte Mal, als ich geschrieben hatte, von wegen, was ich mit der Milch machen soll. Da hat jemand geschrieben, Toffi, du könntest die Milch ja einfach auch verkaufen. Da gibt es ja jetzt diese einen, die am Strand ist, glaube ich, ne? Die wollt ja unbedingt Milch. So, hier. 10. Aber ich will 20. Hier, dafür brauche ich noch... Nee, das mache ich nicht. Nee. Wisst ihr, wie lange das dauert, diese scheiß Voltunas zu besorgen? Das muss ich euch auch gleich mal erzählen. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber ich erzähle euch das gleich mal. Nur kurz, um zu Ende zu führen. Ja, ich weiß, ich hätte die Milch verkaufen können. Aber ich bin irgendwie zu faul. Und ihr habt mir auch den Hinweis gegeben, Toffi, du könntest rein theoretisch auch einfach mal das Geld trotzdem sammeln, auch wenn du aktuell noch nichts damit anfangen kannst, weil es wird früher oder später wird es unheimlich wichtig werden. Und das kann durchaus sein. Tomate, Kartoffel und Karotte nochmal mit. Kartoffel, Tomate, Karotte, so. Brauche ich sonst noch? Milch habe ich schon. Ich denke, das passt. Gut, wir müssen ja nur was mit einem Mandrago. Nee, oh, nein, Quatsch, das war Erwin-Frucht, oder? Nee, das war mit... Ich denke die ganze Zeit Mandrago. Nee, das war Erwin-Frucht, glaube ich, ne? Aber da sollte ich vielleicht Level 19 erreichen. Vielleicht schaffen wir es auch ohne. Ich versuche es einfach mal. Komm, wir probieren es aus. Also klar, Dankeschön für den Hinweis. Ich sollte mein Geld auf jeden Fall sparen. Ich sollte nicht einfach so hingehen und das Geld raushauen. Das Geld einfach so flöten gehen lassen oder sowas. Also ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ich verkoche alles oder was weiß ich. Ich werde mich schon früher oder später um Geld kümmern. Ist ganz klar. Früher oder später werde ich mich wirklich um Geld kümmern. Aber jetzt aktuell ist es halt einfach noch nicht wirklich wichtig. So, jetzt aber ganz kurz noch zum Thema Voltuna. Es gibt ein... Das ist auch geil, ne? Es gibt tatsächlich ein... Köder beim Angeln, der sagt, dass Voltuna eine hohe Fangrate hat. Ich kann euch gleich auch gerne mal zeigen, welcher das ist. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Missgeschick auch habt, das ich habe. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Köder voll für den Arsch ist. Ich krieg alles andere viel häufiger als Voltuna. Voltuna kriege ich viel seltener als das, was da als nur moderat oder sowas dasteht. Ich zeige euch das jetzt mal. Das interessiert mich mal, ob das euch auch so passiert ist wie mir. Guckt, ich gehe jetzt hier hin. Köder. Der Köder hier. Hier unten steht's, direkt neben mir. Hohe Fangrate, Voltuna. Medium Fangrate, Biklopus, Gurkenkalmar und Schlammaal. Die kriege ich aber viel, viel öfter als diese scheiß Voltuna. Das geht mir voll auf den Sack. Die Voltuna kriege ich voll selten, obwohl ich diesen Köder wirklich en masse gefarmt habe. Aber es bringt nichts. Das hat mich echt genervt. Oh nein, es ist zu spät. Ja, da muss ich jetzt erst pennen gehen. 8 Uhr ist schon zu spät? Kannst du doch noch in den Wald gehen, ist doch noch voll hell. Ist doch Sommerzeit hier. So, die sammle ich gerade nochmal kurz auf. Nicht, dass die verschimmeln da auf dem Boden. Dann gehen wir halt erst pennen. Also, würde mich echt mal interessieren, ob euch das ähnlich ging. Oder geht. Mit dem Köder. Bei allen anderen Ködern habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass sie einigermaßen gut funktionieren. Also, dass das auch stimmt, was da steht. Aber bei diesem einen Köder, von wegen hohe Fangrate Voltuna, nö. Von wegen. In 90% der Fällen kriege ich was anderes. Das, was ja eigentlich nur Medium sein soll. Also, nur so halb sinnvoll, ne? Mein Ruf hat sich übrigens wieder verschlechtert, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Mein Ruf war schon mal bei 2. Das verstehe ich auch nicht ganz. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Aber gut. Oder ist das der 1A-Ruf? So nach der erste Ruf so. Oh, da gehen die Leute als erstes hin. Kann ja auch sein. So, ich hole mir nochmal ein paar Bonuspunkte hier. Damit wir auch schnell Level 19 erreichen. Und dann gehen wir in den Wald und gucken mal, ob der Magier... Du kannst nicht vorbei, ne? Ihr wisst.
ob der unser Rezept toll findet. Ich bin mir sicher, komm. Ich weiß nur nicht mehr hundertprozentig, ob es Mandragora oder Erwin-Frucht gewesen ist. Ich habe leider vergessen, was es ist. Aber dann bleibt es wenigstens spannend. So. Ups. So. Und rein da. Gut. Die Zeit geht auch wahnsinnig schnell in den Parts, ne? Ich habe schon überlegt, ob wir die Parts irgendwann mal länger machen sollen, weil es halt doch irgendwie ein bisschen blöd ist, dass wir immer nur ein oder zwei Sachen, finde ich, ist moderat. Das ist ganz gut. Zwei Sachen sind immer ganz gut, aber eine Sache ist meiner Meinung nach immer schon zu wenig. Aber jetzt, gut, wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir ja schon zwei Sachen. Bist du ein Lieferjunge? Das tut mir leid, dir das zu sagen, aber du kannst nicht... Ja, ich weiß. Ist das bitte einfach, bevor ich dich aus dem Wald zerren muss. Nun, wenn du darauf bestehst, ich bin zufällig ein bisschen hungrig. Das ist richtig lecker, was ich gemacht habe. Das heißt Erwins Soße. Das war genau das Richtige, Junge, danke. Aha, fühlst du dich jetzt konzentrierter? Jetzt, wo du es sagst, ja, ich fange an, mich zu konzentrieren. Schön, das zu hören. Ich hatte schon Angst, ich müsste dich in die Stadt schleppen. Du hast mir einen großen Gefallen getan, Junge. Ich denke, dass ich dank dir in der Lage sein werde, dieses Chaos zu beheben. Aber ich muss das Gericht noch ein bisschen einwirken lassen. Geh einfach nach Hause und lass mich das regeln. Ich werde den Nebel beseitigt haben, bevor du zurückkommst. Versprochen. Der Nebel ist dann echt... Ist der dann komplett weg? Kann ich dann überall hingehen? Alter, dann bin ich mega gespannt, was am nächsten Tag auf mich wartet. Wirklich. Mega gespannt. Ja, und damit hätten wir schon die zweite Sache heute wieder erledigt. Wer hätte das gedacht? So schnell kann es gehen. Das ist Toffee, wie er leibt und lebt. Einfach zwischenzeitlich immer mal groß ankündigen, dass die Parts länger werden und dann doch Feierabend machen. So bin ich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns das nächste Mal bei Epic Chef wieder, wenn es dann um das... Um den Wald und die Nibelungen geht, die wir da zu sehen haben. Ob wir jemals dann das neue Rezept bzw. die neue Zutat finden werden oder erstellen können, das für den Champion notwendig ist. Und was es eigentlich mit dem 50. Montag auf sich hat, der da oben im Kalender steht. Weil den 50. Tag hat man im Monat eigentlich noch nie gehabt. Bis demnächst mal. Denkt an die Bewertung. Dankeschön und tschüss.